Hi, ich bin der Günther, ich bin aus Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Ach ja, kleiner Tipp, du könntest mal dort oben am Berghang nach links laufen. Wo oben am Berghang? Hier? Weil ich sag, lebe einfach nach links, bis hinten in die Ecke. Dort findest du dann drei Grasbüsche, Leute, damit ergräbst du. Aha. Das müsste man, genau, da sieht man die Truhe. Auf Deutsch, das ist eigentlich eine Nachttruhe. Ja, die Perle habe ich ewig gesucht. Verstreute Perle, yay, werde ich nicht sammeln. So, ich fütter erstmal die anderen Hasen, die da hinten noch gechillt haben. Dann rede ich mit dem Typen, der sich schon beschwert hat, weil seine ganze Einrichtung weg war. Hier sind die anderen Hasen. Übrigens, oben bei der Treppe waren auch noch welche. Ernsthaft? Da waren auch noch die Pferde. Ja. Da ist mein Grünfuttergefühl ja auch schon wieder weg. Deswegen habe ich auch schon gefragt, ob fünf nicht etwas wichtig sind. Ja, dann laufen wir erstmal kurz dafür weiter. Ich bezweifle aber, dass es in der Zeit Nacht wird. Ah, da ist noch mehr. Übrigens, dort unten bei den Hasen irgendwo müsste auch die andere Perle in der Nacht, wo ich ewig gesucht habe, sein. Ich bezweifle halt leider, dass es jetzt währenddessen Nacht wird, dass wir noch das letzte Monster auf der Liste suchen können. Ah, da ist wieder das da. Digga, du bist ja nicht mal schnell. Hier, Digga. Was ist? Gut für dich, wenn er nicht schnell ist. Muss man den einholen irgendwann oder ein Rennen machen. Es gibt auch eine Sidequest und die werde ich dir auch sehr empfehlen. Wo sind die Pferde nochmal? Ganz oben. Oder ich sag fast ganz oben, direkt dann bei der Hauptseite. Ich bin ja, du bist gerade vorbeigelaufen. Echt? Ah. Die haben so eine scheiß Render-Distance. Ja, ein bisschen größer als die anderen Viecher bisher. Ist auch irgendwie lustig, dass man bei allen hier genau die gleiche Menge an Futter braucht. Ja, ist so. Übrigens, offiziell heißt die Melodie, die spielt, wenn man dem Tier was zum Essen gibt, einfach nur, ist das. Super. Ach, stimmt, hier war ja das Problem. Steinboden. So, dann reden wir kurz mit dem Typen da hinten und suchen dann die anderen leuchtenden Risse in der Wand auf, die wir schon gesehen haben. Oder eher gesagt, einen haben wir gesehen, den wir noch nicht ausgelöst haben. Einen, aber drei am Boden, voll bemerkt. Echt, ich erinnere mich nur an den am Boden. Der in der Wand, da bist du eh gerade eben vorbeigelaufen. Mir fliegt seit neuestem aus der Höhle ein schwacher Blütenduft in die Nase. Überkommt meine Seele ein Gefühl des Friedens. Na ja, okay, der sagt nichts. Aber wenn du den da hinten meinst, den habe ich schon geholt. Ja, stimmt, ist ja auch gerade gefallen. Eben, den habe ich letzte Folge geholt. Und das hier ist später relevant. Ja, jetzt geht's dann aber erstmal zum letzten Loch zum in die Luft jagen und dann vielleicht tatsächlich mal weiter. Dann kannst du mal die Tür zumachen. Jetzt beeil dich doch mal, du Keck. Jetzt bist du so lahm. Geh mal aus dem Weg. Ja, dann beeil dich halt mal, wenn du dich beeilen willst. Ich weiß, das ist ein Wissenschaftlersatz. Also, hier hinten ist immer noch die... Stimmt. Es wird langsam dunkel. Ich würde sagen, wir warten dann gleich noch hier, dass wir die gesuchten Liste noch abschließen können. Oh, warum zählt denn das nicht? Der Kreis war nicht geschlossen. Ah, ein Korallenfragment. Brocken aus Korallen stammt aus dem Drachenpalast. So, auf der Karte ist
immer noch hier eine Markierung. Das heißt, ich müsste hier irgendwie lang können, schätze ich. Aber schwimmen kann ich nicht so weit. Naja, darum würde ich sagen, kümmern wir uns dann gleich. Das muss man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Kümmern wir uns gleich drum, wenn es Nacht wird, nachdem wir eben das letzte Viech geholt haben. Die Vermutung bleibt, dass es hier in der Ecke chillt, wo ich gerade auch bin. Was hat's letzte aber noch eine andere Idee? Ich will auf den Stein. Lass mich auf den Stein! Boah, was ein Arschspiel. Der Stein hat keine richtige Kondition. Dafür gibt's mindestens 4,5 Punkte Abzug. So, es wird Nacht. Ging ja doch relativ schnell. Also, die Vermutung ist, an dem sind wir doch gerade schon vorbeigelaufen. Ja. Ich wollte lieber nur sicher gehen, nachdem wir beim letzten Mal auch schon einen, den wir schon bekämpft haben, hatten. Aber hier hinten scheint nichts zu sein. Dann, zum einen könnte man noch mal beim Rotschuh nachschauen. Und zum zweiten unten beim Baum war, glaube ich, auch noch irgendwo eine Schüssel, die nur in der Nacht auftaucht. Aber das heißt ja leider nichts. Unten beim Baum meintest du gerade als zweites, oder? Genau. Also erstmal das Dojo. Sieht nicht danach aus. Oh! Oh. Aber danach sieht's aus. Aha! Ja, die haben mich schwer gefunden. Ich habe mich fast nicht daran erinnert, dass ich bei der gestrangelt habe. Sieht schon cool aus. Unten beim Baum war dann noch. Ich renne jetzt einfach mal hier in alle rein. Ich check erstmal kurz meine eigene letzte Vermutung aus. Da sollte nichts mehr sein. Außer Bäume. Massig Bäume. Kann ich jetzt 2-in-1 machen? Nein. Doch, kannst du, aber dann musst du den Kreis besser zeichnen. Ah, ich habe 2-in-1 gemacht. Wobei mir gerade auffällt, dass ich das vielleicht erst gleich machen sollte, weil Nacht ist nicht unendlich lang. Ja, das ist auch so nervig, dass man am Anfang die Nacht nicht herbeirufen kann. Also, was für ein Viech fehlt jetzt? Ich glaube, das ist dahin. Aha. Okay. Aha. Ich glaube, es ist nicht das da hinten. Und ich glaube, dass den konnte auch. Danke, Kamera. Das passiert hin und wieder mal, wenn man in dummen Situationen als solches besiegt. Das war richtig Bouncy Ball, Diggi. So, damit können wir jetzt hier zu dem einen Lauch laufen. Okay, ein oder ein Stift bis Monster weniger. Du weißt, was zu tun ist. Das letzte. Nun weißt du was? Du hast dich um alle Monster gekümmert, die auf der Liste stehen. Der Priester wird bestimmt froh sein, das zu hören. Vielleicht gibt's sogar Geld. Nee, was Besseres. Also, ich bin YouTuber, du weißt, dass ich über nichts anderes nachdenken darf. Das ist gesetzlich festgelegt. Also, Geld. Oh. Ah, da ist die Perle, die ich meinte, die ich ewig lang gesucht habe. Lass mich hoch. Lass mich doch hoch! Kein Bock, dass der Typ mich. Dass der mich nervt!
Ja, buddeln. Noch eine Perle. Die sind aber auch nervig. Das sind ganz normale Perlen. Später werden die um einiges simpler. Es hat schon einen Grund, warum ich das Spiel fast dauerhaft bei Nacht gespielt habe. Und jetzt wird's auch schon wieder Tag. Ich habe das Gefühl, Nacht dauert viel kürzer als Tag. Ja, das hatte ich am Anfang ja auch. Also, was ist denn jetzt bei dir los? Ich hab mich um deine Scheiße gekümmert. Scheiße, wie habe ich den gesprochen? Ich weiß es nicht, ich spreche ihn jetzt einfach irgendwie anders. So, du kannst ja einfach nach der Sprachausgabe gehen. Wenn ich danach gehe, ich spreche gefühlt sowieso jeden Charakter in dem Spiel gleich, habe ich das Gefühl. Ach, du bist es, Wolf. Was treibt dich hierher zurück? Ja, die Liste. Unglaublich. Jeder einzelne Name auf der Liste der gesuchten Monster ist ausgestrichen. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich in letzter Zeit auch keinen mehr von ihnen wahrgenommen. Aber wir haben alles in der Welt hat das bloß geschafft. Das ist absolut wundervoll. Ich möchte, dass du das hier demjenigen gibst, der es getan hat, Wolf. Verstanden? Ja, auf Deutsch mir selber. So, Goldstaub, was bringt das? Ist das dann kannst du Waffen updaten. Upgraden. Okay. Jede Waffe kann einfach verbessert werden. Aha. Das Problem ist nur, wenn du wirklich jede Waffe verbessern möchtest, musst du natürlich auch jeden Goldstaub finden. Die meisten davon gibt es aber bei bestimmten Händlern. Aber ich muss das erstmal zu einem bestimmten Ort, schätze ich, ne? Nö, du kannst einfach unter Sachen den Goldstaub auswählen und die Waffe upgraden, wenn das bei der Waffe wert ist. Aha. Das ist meine ganz normale, meine Standardwaffe, schätze ich. Ja, logisch. Und bei der, denke ich, ist es durchaus wert. Naja, man bekommt immer wieder. Die meisten Waffen sind da stärker als die Unterwaffen, die man schon vorher hatte. Das heißt, die Waffe wirst du wahrscheinlich spätestens dann nicht mehr verwenden, wenn du die stärkere brauchst. Das schafft man nie im Leben. Du hast doch vorhin gemeint, einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, um die Story fortzutriggern. Ich habe hier die Story noch nie normal gespielt. Ja, schön. Und was hilft mir das? Hast du jetzt noch eine Markierung auf der Karte? Ja, direkt hier an der Ecke, ne? Genauer gesagt. Den Stein da oben hast du ja schon angeschaut, aber es gibt hier noch ein Schild, das sollte man mal probieren. Gott! Harten, ja. Die Ferien zwischen dem Shinshu-Feld und dem Agatha-Wald legt hier an. Sie fuhr immer regelmäßig, aber sie ist außer Betrieb, seit der Wasserspiegel gesunken ist. Ich glaube, wir haben alles hier auf dem Shinshu-Feld gesehen, was es zu sehen gibt. Vielleicht sollten wir uns weiter um Ja. Sag mal, wird's schon wieder Nacht? Auf Deutsch, ich muss jetzt zurück. Und weißt du was? Ich habe einfach damals noch beim ersten Durchspiel sofort den Weg zum Dorf gewählt und man muss erst einmal bestätigen, dass er zurück möchte, weil das Spiel nicht will, dass man zu früh zurückgeht. So, Danke. Wunderschöner Kreis. Man merkt, mit meinem Zeichentalent ist das Spiel natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Ja, das Dorf kennen wir tatsächlich. So windig war es hier letztes Mal, glaube ich, aber noch nicht. Kann das sein? Oder? Naja. Vor allem hast du so viele Blätter. Ey, was ist das alles? Das Dorf bierst voller Aktivität. Ich frage mich, was da wohl los ist. Der hat ein Ikea eröffnet.
Alles klar. Ja, was für eine Freude, dich zu sehen. Ich kann nicht lesen. Was für eine Freude zu sehen, wie das Leben an diesen Ort zurückkehrt. Nur noch 15. Wir werden mit einem Wunder gesegnet werden, wenn alle Bäume blühen. Das hatte ich sowieso vor. Ja, hier ist der Gaspar gestellt. Damit das Spiel nicht vergisst, dass man die Ability bekommen hat. Damit der Spieler das nicht vergisst, das Spiel vergisst sowieso nicht. Dank des Dieser weiß ich auch außerdem, wo die Bäume alles sind. Das ist schön. Ich denke mal, so schwer wird es nicht sein, die alle zu finden. Das ist auch nicht. Die Kreise drum zeichnen ist auf jeden Fall schwerer. Stimmt, irgendwann muss ich bei Nacht ja auch nochmal hier hingehen. Nein, in das Haus von dir. Ja, also ich meinte das gerade. Da kostet einiges an Magen halt. Von den Bäumen bekomme ich auch zumindest etwas. Kackviech. Achso, ich kann den inzwischen füttern. Was ist der? Fleisch? Weißt du das? Ja, natürlich Fleisch. Was willst du einem Hund sonst geben? Och, weiß ich ja nicht. Es gibt bestimmt auch vegane Hunde. Ja, moin. Ach, den da hinten hast du schon. Was meinst du? Der Baum da hinten. Junge! Danke! Was heißt den Kreis halt auf die Krone zeichnen und nicht auf der Hälfte? Welchen Baum da hinten? Den da? Nein, den hinter dem Kreisfeld oder was auch immer das macht. Das ist halt irgendwas mit Alkohol auf jeden Fall. Da hab ich einen Der war schon so, glaube ich. Ich hab den hab ich beim Speedrun auf jeden Fall vergessen, du am ersten. Ich hab den aber nicht gemacht! Ich kann mir nur vorstellen, dass ich den irgendwie im Hintergrund. So, damit hast du alle Bäume, die man was sehen kann, gefunden. Ich kann mir nur vorstellen, dass der irgendwie im Hintergrund war, ich es gar nicht bemerkt hab und ich ihn irgendwie mit erwischt hab. Ja, da muss ich genau das machen. Ja, auf Deutsch einfach alle Bäume hier zum Blühen bringen, dann geht's weiter im Game. Ich guck grad mal. Alle Bäume hier zum Blühen bringen und dann erst mal den Cringer tragen. Super. Übrigens wollte ich ja von einer absolut asozialen Perle hier erzählen. Sag mir, wenn nur noch ein Baum fehlt, weil ich will das erst in der nächsten Folge abschließen. Sobald du die Bäume hast, geht's eh noch nicht direkt weiter. Ach so, dann mache ich die Bäume heute fertig und dann endet die Folge. Nämlich, siehst du diese Balken dort oben? Welche meinst du? Die diese Plattform da tragen. Ja. Auf diesen Balken befinden sich Truhen und in einer davon ist eine Perle. Sehr gut. Das habe ich selbst herausgefunden. Oh, warte. Und kleiner Tipp, ich glaube, ich habe 30 Sprünge gebraucht, um alle zu bekommen. Es klingt doch nach Spaß. Also, weiß nicht, ob das Ganze so empfehlenswert ist. Es wird mal wieder Nacht. Irgendwie kommt mir der Tag-Nacht-Zyklus viel schneller vor im Moment. Jetzt mal im Ernst, hatten wir nicht irgendwie gefühlt heute 3 von denen? Also, da muss ich für die Zuschauer wieder erwähnen, ich habe die letzte Folge und diese in Folge gedreht. Aber es war doch irgendwie 3-mal Nacht in der Zeit. Wenn du die Nacht beschwerst, kannst du auch immer den Morgen herbeirufen. Nö. Ich sag ja nicht, dass ich sie nicht will. Mich wundert es nur, dass es auf einmal so schnell geht. So, und hier auf die Balken runter. Ich bin da immer
Man hat hier eine unsichtbare Wand. Man muss da schräg springen von dem Baum aus. Von dem Baum aus? Ich bin da einfach mal noch runtergeschoben. Bin auch bei dem hier. Da unten ist nicht die Truhe. Bruh. Was ist denn das? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist absolut lächerlich. Ja, sind hier noch Bäume hier lang? Anscheinend nicht. Du hast vorhin schon das Haut gehört, der spielt gerade alle Bäume. Oh, dann würde ich sagen, probiere ich einfach, weil ich es kann, noch ein, zwei Mal hier die Truhe zu gönnen. Ich glaube, in der oberen ist ein Schatz, da unten ist eine Perle. Hohe Nacht. Schaffst du das? Das heißt, du hast... Ja. Schaff ich was? Maximalspeed. Hast du gerade versaut? Jetzt sowieso. Ich werde nie auf die Kamera in dem Spiel klarkommen, das weiß ich jetzt schon. Wie gesagt, man muss sich eben. Man muss eben verstehen, dass das die auch mit dem linken Stick steuert. Und du musst M-Sprung Y drücken, um das zu schaffen. Oh, das geht ja, lol. Ich hab schon vergessen, dass das ein Ding ist. Nur hat man währenddessen halt absolut keine Kontrolle. Ja. Der war gut. Perfekter Sprung. Mir macht keiner was vor so schnell. Ich mach mal. Willst du mich flachsen? Willst du mich? Das war knapp. Das war drauf. Ist mir aber, glaube ich, auch zwei, drei Mal passiert. Ja, das war nicht mal knapp. Was muss ich denn dann gleich machen eigentlich, damit es weitergeht in der Story? Ja, Mandarin ansprechen. Sehr gut. Dann mache ich das erstmal nicht. Das ist doch ein Gott. Sobald er dran ist, sollte man probieren, über die Truhe zu springen. Oh nein, das war keine Sirene, das war ich! Alter. Ich habe halt die Vermutung, dass diese Truhen da nur stehen, damit die Spieler sofort messen. Ja, manche unserer Fans sind absolut lächerlich. Und es gibt auch später im Spiel keine Fähigkeit, mit denen man da leichter hinkommt, oder? Es gibt tatsächlich später noch eine Fähigkeit, die das etwas vereinfachen kann. Aber... Fliegen! Nee. Das wäre ein bisschen arg einfach. Das Problem ist halt auch, ich habe mir bei der heutigen... Oh, jetzt stoß dir doch nicht jemand! Fünfmal gedacht, wie zu nutzen diese Fähigkeit nicht, bevor mir eingefallen ist, du hast sie nicht. Man gewinnt einfach so daran. Weiter geht's, ich muss mich erstmal an irgendwas in diesem Spiel gewöhnen. Außer Sprünge verkacken! Ja, so sah mein Gameplay damals auch aus. Ich fühle mich gerade wie in Mario Kart, einfach die ganze Zeit im Kreis hier. Nur, dass ich das Ziel verfehle. Ah, ich hab dir ja noch gar nicht gesagt, du solltest dir mal den Übersichtstrainer zum Mario Kart Home Circuit anschauen, das ist echt zu empfehlenswert. Na, holen werde ich's mir eh nicht. Vor allem haben sie. Ich find's halt interessant, sie haben es tatsächlich geschafft, darin. Junge! Cups umzusetzen. Wir haben sozusagen 24 Strecken. Aber das ändert natürlich nicht an der Strecke selbst, an die Strecke selber selbst baut, sondern das ändert was an den Hindernissen. Ganz ruhig bleiben! Zum Beispiel der Charakter, den man gesehen hat, ist ein. Das ist ein Streckenfeature. Das ist schön. Weißt du, was auch schön wäre? Nicht das! Digga, ich mache jetzt den Trickjump des Jahres. Dude, perfect, Digga. Toll.
Ah ja, stimmt, du kannst dir den Inhalt dazu gut anschauen, wenn du sie aufschneidest. Aber dran kommt, tust du trotzdem nicht. Schön. Kann ich nicht einfach die scheiß Holzbalken zerschneiden und diesen Kack zum Einsturz bringen? Schön wär's, aber du brauchst die Plattform leider noch im nächsten Part. Muss das sein? Kann man mal den Schritt nicht auf. Ihr seht hier qualitatives 3D-Jump-Run-Gameplay. Falls irgendwer keinen Bock hat, sich das anzugucken, sondern vorher abgeschaltet hat, würde ich auch machen. Ich wünschte, ich könnte auch skippen, bis ich den Scheiß hab. Aber ich will das jetzt bekommen. Ich will das jetzt bekommen. Warte, der linken Stück loslassen, sobald du. Hab ich! Na Gott! Digga, bin ich magnetisch oder was? Diese scheiß Truhe stößt mich nämlich ab! Du Haufen Scheiß! Was war das denn? Hast du nicht B drücken können? Ich war mir sicher, dass ich da schon passend stehe. Ich würde sagen, dass man am besten lieber die Truhe springt. Wenn du die Verlandungszeit halten musst, dann katapultierst du dich normalerweise selbst runter. Das war nicht der Plan. Es war ein automatischer Jump. Ach, stimmt, da musst du auf meine Zeit aufpassen. Eben. Macht's wenigstens Spaß zum Zugucken? Zum Spielen nämlich nicht! Der Sprung war gut, aber der Sprint war zu früh. Dein Gesicht war zu früh! Wo bin ich angestoßen? Mit dem obersten Zipfel des Ohrs an der Latte. Ja, so ungefähr! Yay! Also wenn sich das irgendwer anguckt. Wie? Die Truhe ist halt echt nett. Ich bleib dabei, das ist magnetisch. Wahrscheinlich stößt es mein Schild ab oder so. Es wird gleich schon wieder Nacht. Auf Deutsch kann ich jetzt wirklich behaupten, ich habe einen ganzen Tag versucht, diese Truhe zu bekommen. Du kannst auch einfach verhindern, dass es nach mir. Ja, warum sollte ich? Das juckt doch nicht. Sieht ohnehin schon düster aus. Ach, mir bringt noch eine Sache. Es gibt zwar, wie gesagt, später eine Fähigkeit, dass etwas einpresst. Aber der Entwickler hat scheinbar nicht geplant, dass er die vorher hat, ansonsten hätten sie die Fernmarkierung geändert. Wow! Ich hatte eigentlich geplant, eine etwas kürzere Folge zu machen, aber gut. Gut. Challenge accepted. Challenge accepted! Einfach die Ruhe bewahren. Kann's nicht mal. Ich glaube, es funktioniert sofort doch, als es springt, sobald er aufkommt.
Max-Mann aufkommt. Hörst du, wenn die nach dir nicht das Maximal-Speed genommen hätte? Das Maximal-Speed. Den Maximal-Speed. Ja. Und jetzt am besten den Scherzschreck geöffnet. Das ist sicherer. Ja. Und jetzt kommt ein knippliger Part, die untere Truhe erreichen. Es kann gut sein, dass die untere Truhe sogar noch schwerer ist und ich habe die beide auch einzeln machen müssen. Aber wir haben schon mal eine. Die untere wirst du die Karte reinhalten. Als ob. Wenn ich das jetzt First Try geschafft hätte, ich hätte gelacht. Als ob, das hat mich zu... Man hat übel gesehen, wie ich nochmal einen Zentimeter nach hinten geschoben wurde. Bei der Seitentruhe ist es empfehlenswert, etwas später Y zu drücken. Ist ja logisch. Nee, ich dachte, ich muss das früher drücken. Warte, ich muss doch, glaube ich, jetzt so Y drücken für die, oder? Oder erst jetzt? Ich werde jetzt mal ganz schnell wieder drauf springen. Du stehst etwas abseits. Ja, und jetzt öffnen. Ja, ich bin der Beste! Weißt du jetzt, wieso die Perlenweibchen absolut random sind? Weil ich der Beste bin! Übrigens, ich glaube, auf der kleinen Insel dort, da kann man locker hinschwimmen. Du bist auf der anderen Seite eine Nachttour mit der Perle. Warum ist hier eine unsichtbare Wand? Könnte aber auch sein, dass die Nachttour nur irgendein Eisen oder Schatten. Und dass man da hinschwimmen kann, weiß ich. Ich war hier schon. Die Truhe verschwindet nicht. Stimmt, zum Glück. Das wäre auch jetzt sonst leicht arschig. Ich dachte, das wäre ein Otter. Wo ist das ein Bär? Da ist ja einfach ein Schatzenstar. Da sehe ich einen Otter. Der kennt schon ganz deutlich den Bär. Ich nicht. Wie gesagt, da ist ja der Schatzenstar, da siehst du sie ja. Das ist vielleicht einer der Schätze, die du einmal hast. Oh, schon. Ja, ich bin das ja. Zweite. Das ist kein Bär! Doch, sieht schon nach Bär aus. Nein! Das ist ein Otter! Also, das war's dann mit der heute sehr Gameskill-lastigen Folge. Okay. Kami HD. Wenn's euch gefallen hat, mich leiden zu sehen, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.